Standortbestimmung oder lockere Trainingseinheit. Wir dürfen gespannt sein, was das Testspiel heute bringt. Wir, das sind Wolfuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Hallo auch von mir. Selten gibt es mehr Diskussionen als bei diesen Länderspielen. Die Vereinstrainer sitzen zu Hause und hoffen, dass sich ihre Stars bloß nicht verletzen. So, heute also die Partie Irland gegen die Schweiz. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Sehr flexible Formation heute bei Ihnen. Ne? Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Aber der Ball weiter im Spiel. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da passt er auf und hat den Ball. Von Ceylan Shaqiri wird wohl auch heute wieder eine Menge erwartet, oder? Guter Pass. Und das gibt Eckball. Die Ecke kommt. Henrik! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Klasse Treffer, aber vor allem auch perfekt vorbereitet. Eine richtig gute Ecke. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und jetzt Shaqiri. Edmilson Fernandes. Und nun ein Schuss. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Da ist jetzt Platz. Er bekommt die Unterstützung. Es gibt Ecke. Jetzt Eckball. Da zieht er ab. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. So, Ecke kommt. Da können Sie erstmal klären. Arthur. Jetzt vielleicht. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Harry Arthur! Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Und jetzt Shaqiri. Das könnte gefährlich werden. Gutes Pressing jetzt. Da haben Sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Das gibt hier Abstoß. Super. Shaqiri. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr.
erstmal rausgeforstet. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Super. Chaka. Sie haben Platz. Da ist die Hereingabe. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Jetzt Shaqiri. Hereingabe jetzt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da ist die Chance. Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Seferovic. Er zieht ab. Weiter gefährlich. Da musste der Torhüter nicht eingreifen. Der Verteidiger hat geklärt. Shaqiri. Ball kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Der Hackentrick ist ihm komplett misslungen. Arthur. Long. Guter Pass. Und da wäre jetzt Platz. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Der Torwart noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. Ah, da ist Pech dabei. Der hätte er fast gehabt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Edmilson Fernandes. Jetzt Shaqiri. Seferovic. Den Ball hat er. Long. Arthur. Nun Shaqiri. Schöne Aktion. Den Ball hat er. Ganz so. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Gelbe Karte für die Schweiz. Tja, was will er anders machen? Das muss er pfeifen. Das ist gelb. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Jetzt ist erstmal Pause in diesem Testspiel. Was sagst du? Könnten dann gleich die ersten Wechsel kommen. Denn der Trainer will sich ja möglichst viele Spiele anschauen. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die erste. Wir machen weiter mit der zweiten Hälfte. Anstoß Schweiz. Seferovic. Chaka. Super Einsatz vom Torhüter. Ecke Schweiz. Ecke Shaqiri. Shaqiri. Jetzt vielleicht. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Kiok. Oh, toller Pass. Gute Aktion. Hereingabe. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Shaqiri. Auf dem Flügel ist jetzt Platz.
Shaqiri. Was eine Chance, Latte. Jetzt vielleicht die Flanke. Ein berechtigter Freistoß. Wir schauen an die Seitenlinie. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Ja, schauen wir mal, ob das jetzt auch den erhofften Erfolg haben wird. Jetzt Coleman. Hendrick. Einwurf für die Schweizer. Xhaka. Shaqiri. Seferovic. Er schießt. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da passt er auf. Ist das der Anschlusstreffer? Stark gemacht. Elfmeter für die Schweiz. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Delver passt! Den Elfer hat er ganz cool verwandelt. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Number 13. Hendrick. Da gibt der Freistoß. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Und jetzt die Chance. Chance lebt noch. Und da ist das Tor. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore waren sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben. Noch ein Treffer. Wahnsinn. Dabei haben sie doch gerade erst getroffen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Long. Hendrick. Ballverlust. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Sie haben den Ball. Richard Kirk. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Seferovic. Klasse. Jetzt der Schuss. Knapp daneben. Und das ist in dieser Situation doppelt ärgerlich. Ja, ein Tor wäre gerade jetzt enorm wichtig gewesen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe.
Schöner Pass. Er zieht ab. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Welches Team hat noch was im Tank? Fällt hier noch ein Tor? Ganz einfach an den Ball gekommen. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen? Henrik! Gute Parade. Wird es nochmal gefährlich, gibt eine Ecke. Ecke kommt rein. Nein, schwacher Ball. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Da ist der Ball über die Linie. Er war da zuletzt mit dem Kopf dran. Hendrik. 90 Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden. Die Ecke kommt. Henrik! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Guter Pass. Und da wäre jetzt Platz. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Den Ball hat er. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Gelbe Karte für die Schweiz. Tja, was will er? Der überpasst. Und jetzt die Chance. Chance lebt noch. Und da ist das Tor. Und jetzt ist hier alles wieder offen. Zwei Tore waren sie hinten, aber sie haben nie aufgegeben.